Heute war wieder ein unnötiger Tag. Ich habe mir schon gedacht, dass heute einige nicht da sein werden, beziehungsweise nach den ersten 4 Mathe-Stunden gehen werden. Ja, wir schreiben ja morgen Mathe, Kurzarbeit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bestimmt kommen welche heute, aber manche auch nicht, weil sie denken, ja, das wird eh nichts ändern und 4 Stunden ist auch kacke. Und so, und danach denke ich mal, dass diejenigen, die selbst gekommen wären, dann auch gegangen wären. Und für 4 Stunden herzukommen, ist auch nicht unbedingt so geil. Ja, also auf jeden Fall, einige sind dann nach den 4 Stunden Mathe gegangen. Gebracht hat mir das wirklich nichts, weil, ja, also die ersten 2 Stunden haben wir Stochastik gemacht. Nach der Pause haben wir dann mit Analysis weitergemacht. Und nee, also die ersten 2 Stunden haben wir einfach nur Baumdiagramme besprochen und so, die wir eigentlich bis jetzt gar nicht so intensiv besprochen hatten. Wir hatten eher diese Venn-Diagramme da. Und die Aufgaben waren so richtig kacke, Alter. Du ziehst 3 Würfel, dann kommt der neue dazu. Oder dann die letzte Aufgabe so geil, ne? Tobias schuldet seinem treuen Freund 3 Euro. Er holt 10 Münzen raus. Das Ganze begutachtet der neutrale Fabian. Und dann holt er so lange Münzen raus, bis er 2,50 Euro hat oder drüber ist, dann zieht er nochmal was ab, dann legt er was dazu, dann kommt nochmal der neutrale Fabian und will sein Einteil, so. Also, nee. Ich habe die ersten 2 Stunden noch relativ gut mit dabei sein können, obwohl, ja, ich habe das nicht so unbedingt verstanden, aber ich war noch mental mehr oder weniger dabei. Und bei den letzten 2 Stunden gar nicht mehr, beziehungsweise die letzte Schulstunde ging es mir wieder total schlecht. Ich bin aufs Klo gegangen, dann ist die Helena mir hinterher, weil sie gemerkt hat, dass es mir nicht gut ging, hat gefragt, ob alles okay ist. Oh Gott, also nee, gar nicht. Und dann hätten wir 2 Stunden Englisch gehabt und nach der Pause 1 Stunde GSK. Ich habe mir überlegt zu gehen, es sind viele gegangen. Aber ja, ich habe mir gedacht, vielleicht, nee, also keine Ahnung, es hätte da unnötig gewesen, so um 11.20 Uhr. Okay, ich habe gedacht, es ist 2 Uhr. Also so fertig war ich, aber ich habe mir gedacht, ja, keine Ahnung, ja, vielleicht kriegen wir Englisch raus oder wie auch immer. Ja, keine Ahnung. Ich fand das ein bisschen zu früh, auch wenn es für mich persönlich nach dem Empfinden nicht früh war. Aber ich habe vergessen, dass er gesagt hat, dass wir heute und morgen dann Film schauen werden, dass wir so gut mitgemacht haben die letzten Wochen. Jetzt Dankeschön. Und der Film war so langweilig. Ich habe gar nichts verstanden. Also ich habe am Handy geguckt, dann habe ich Diana gefragt, ob sie sich treffen kann nach der Schule, obwohl, ja, ich nicht wirklich Zeit gehabt hätte. Aber ich habe halt gespürt, dass ich jemanden zum Reden brauche. Aber sie arbeitet halt bis 6 und ja, das war halt spät gewesen. Deswegen habe ich sie gefragt, ob sie mit mir FaceTimen kann um 1, weil ich gedacht habe, dass wir ein bisschen früher aushaben werden. Aber nee, er hat bis 10 nach 1 den Film durchgezogen. Es ging um südafrikanische Revolution von irgendwelchen Präsidenten und Rugby und keine Ahnung. Also, ich habe halt schon, Diana hat mich dann um 1.1 angerufen. Es war noch Unterricht, also Film. Und ja, sie hat so die 10 Minuten dann mitgeguckt und so. Hat mir eine kleine Roomtour in ihre Wohnung gegeben. Und ja, die war schon so, ich habe zwar keine Schule, aber ich habe schon jetzt davon genug, weil sie halt ja, mag sie halt nicht. Und genau, und dann habe ich mit ihr weiter gefacetimed, 40 Minuten haben wir insgesamt gefacetimed, also ich war dann noch nicht zu Hause. Ich bin eine Station zu Fuß gegangen von der U-Bahn, bis die Tram gekommen ist, weil sie dann weitermachen musste, ihre Pause war dann vorbei, keine Ahnung. Und ja, habe halt so über meine aktuellen Gefühle mit ihr geredet und sie hat mir da so ein paar Tipps gegeben. Und ja, es tut manchmal so gut, mit jemandem darüber zu reden. Und ja, also ich weiß nicht, ob wir heute nochmal FaceTime werden oder morgen, weil morgen sind ja Ferien. Also beginnen die Ferien. Aber ich spüre, dass es echt gut tut, mit jemandem zu reden. Vor allem auch mit jemandem, der halt so nicht wirklich was damit zu tun hat. Also, wisst ihr, was ich meine? So, ich könnte auch mit jemandem aus der Klasse darüber sprechen. Und zum Beispiel,
ich habe ja mit Fenja Kontakt und ja, eigentlich so mit, nur mit Fenja. Also, ja, weil wenn ich ihr das also wenn ich es jemandem aus der Klasse anvertrauen würde, dann nur ihr und keinem anderen bis jetzt. Obwohl, ja, also wenn ich es müsste oder wenn ich mir jemanden aussuchen müsste, dann nur ihr, weil ich habe ja eigentlich nur mit ihr Kontakt. Mit anderen auch, aber ich bin halt mit ihr so enger. Und ansonsten keinem, weil, ja. Aber mit Fanny ist es auch ein bisschen... Ja, es ist halt schwierig, mit jemandem darüber zu reden, wenn diese Person halt... Ja, ich kann jetzt nicht darüber reden, aber... Ja, sie ist halt mitten im Geschehen und dann wüsste sie halt Bescheid und ist halt komisch, weil sie wüsste dann den Grund und ja, den Grund, also jetzt mal ganz oberflächlich ausgedrückt und das wäre halt komisch, weil wir sind halt, ja, wie soll ich sagen, ohne das jetzt zu verraten, also ich vertraue da, dass sie das nicht weiter sagt und es bei ihr bleibt, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sie hat ja sowas, also sie hatte so ein ähnliches Problem, also nicht mehr annähernd so ein Problem, so ein starkes Problem, aber auch kein Problem. Also sie hat halt mir, sie hat mir auch was anvertraut. Über das gleiche Problem, was sie hatte, aber das war bei ihr nicht so tief wie bei mir. Und sie sieht es halt nicht so eng wie ich. Weil, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber reden sollte. Weil, das ist ja komisch, wenn die Klasse das wüsste. Wenn es irgendwie rauskommen würde oder so, nee. Weil ich sehe es schon enger. Ja, auf jeden Fall hätten wir da noch eine Stunde Geschichte gehabt, aber ich habe das nicht mehr gepackt. Ich bin dann um 10 nach Hansi gegangen. Genau. Und ja. Es hat heute die ganze Nacht geregnet und auch ja, der frühe Morgen. Und irgendwann mal so gegen 9 hat es aufgehört und dann, als die Schule aus war, war nochmal Regen. Ich habe die letzten zwei, drei Tage so viel gegessen. Ich habe meinen ganzen Stress und Emotionen einfach damit füllen wollen. Also unglaublich. Ich hoffe, dass jetzt in den Ferien, also ich hoffe, dass heute Morgen nochmal, also ja, ich hoffe, dass in den Ferien, obwohl, ja, es könnte so oder so sein. Also entweder werde ich in den Ferien weniger darüber nachdenken können, aber andererseits kann es sein, dass mich das trotzdem stresst und ich nicht aufhören kann, darüber zu reden. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie 5 Kilo zugenommen habe in den letzten 3 Tagen, aber ja, ich will halt schon jetzt in den Ferien... Ja, auch nicht wirklich was machen, weil ich weiß, dass ich nichts machen werde, aber wenn man halt unterwegs ist, dann esse ich halt einfach automatisch mehr. Ja. Bin so glücklich, wenn morgen vorbei ist. Also eigentlich einerseits schon, andererseits nicht. Also irgendwie ist es schon geil, dass wir eine Woche frei haben. Ja, meine Oma hat gerade die Videosequenz unterbrochen, weil sie mich angerufen hat. Und dann... Ja, war das komisch, weil der Anruf nicht angezeigt wurde, nur oben die Spalte und dann habe ich sie zurückgerufen und aufgelegt, auf jeden Fall, ja. Ich freue mich einerseits, dass die Ferien beginnen, beziehungsweise nicht, dass sie beginnen, dass man halt einfach eine Woche frei hat, vielleicht irgendwie so, ja, vor allem auch jetzt, weil es mir halt nicht so gut geht, etwas mehr nachzudenken, Zeit für mich zu haben, obwohl... das auch nicht wirklich geht, weil wir nach den Ferien
so in der ersten Woche direkt 3 Schulaufgaben oder so schreiben. Aber trotzdem, man muss ja nicht jeden Tag in die Schule bis 3 da sitzen und so. Ja, aber eigentlich freue ich mich nicht so. Ja. Man, es ist ja nur eine Woche und ich wette, das vergeht wie im Flug und so, weil das Wochenende zum Beispiel für mich ist auch gar nichts so. Also das vergeht einfach direkt ganz schnell. Aber ich denke, ich werde mich einfach gut erholen können. Vielleicht wird es mir gut tun. Ja. Und wenn wir dann da sind, ist schon November. Ja. Ich habe gehört, dass du Video drehst. Ja, aber ich habe das gerade gehört. Mach die Tür zu. Tür zu. Mama und Papa kommen. Was gibt's zum Essen? Keine Ahnung, aber Lukas heute war, ne? Lukas? Alex. Ah ja. Ja, ciao. Redest du wieder über dein BWL?